Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Heute ein Review zum Creapur von MyProtein. Der ein oder andere ist sicherlich mit diesem Produkt schon mal in Kontakt gekommen, ist darüber gestolpert. Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich recht verlockend und gerade beim Creapur sagt man sicher, dass das eine ganz besonders gute Qualität hat. Insgesamt empfehle ich Kreatin immer in der Massephase. Fürs Schnellkrafttraining ist es bewiesenermaßen eines der wichtigsten, eines der besten Supplemente. In der Definitionsphase muss man einfach gucken, gerade das Kreatin sorgt natürlich über Umwege oftmals für eine Gewichtszunahme, also für eine Wassereinlagerung in der Muskelzelle, was wiederum dann natürlich auf der Waage für eine Gewichtszunahme sorgt. Das bedeutet, wer in der Definitionsphase sich alle paar Tage auf die Waage stellt und sagt, ich muss jetzt hier unbedingt abnehmen, der kann bedingt durch das Kreatin in der Definitionsphase in der Diät eben sogar zunehmen. Das hat dann nichts mit dem Fettabbau zu tun, sondern einfach damit zu tun, dass Wasser in der Muskulatur, die ja zu großem Teil bereits sowieso schon aus Wasser besteht, eingelagert wird. Ja, mit dem Kreatin muss ich sagen, in der Definitionsphase habe ich aus Erfahrung verschiedene Dinge schon gehört. Der eine sagt, ich bin damit sehr gut dabei, kann auch in der Definitionsphase meine Kraft halten oder meine Kraft vielleicht sogar verbessern, je nach Technik und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, da setze ich nur auf Krealkalin, weil ich einfach keinen aufschwemmenden Effekt haben möchte und ich schwemme irgendwie aus eigener Empfindung dadurch auf. Also wie gesagt, in der Massephase sehr interessant, im Schnellkrafttraining sehr interessant, für Powerlifter sehr interessant, für diejenigen, die einfach maximale Trainingsleistungen in den ersten Wiederholungsbereichen mit schweren Gewichten bewältigen wollen. Auf jeden Fall Kreatin eine gute Wahl. Zu diesem Produkt kann ich sagen, ich finde es gut, es ist sehr feinkörnig, es hat eine gute Qualität aus meiner Sicht, soweit ich das beurteilen kann. Von der Körnung her, beim Knirschtest kann ich nichts beanstanden, aber das von Olymp kommt mir noch ein bisschen feinkörniger vor. Das mag persönliche Empfindung sein, weil ich, wie gesagt, das Olymp Creapur zu mir nehme. Aus meiner Sicht eins der preiswerten Produkte, was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann. Es gibt natürlich immer irgendwo irgendwie irgendwas, was vielleicht noch günstiger ist, aber Creapur Qualität hier, das Ganze ist natürlich eine registrierte Marke, ist sicherlich was, worauf man vertrauen kann. Alles klar, ihr findet es, MyProtein, Creapur, natürlich im Muskelmacher-Shop. Der Link unter diesem Video führt euch direkt dahin und da gibt es auch noch so ein paar Informationen zu dem Produkt, auch für die Einnahme und so ein paar Tipps drumherum. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann gebt mir eine Bewertung ab, abonniert mich hier oben. Viele Grüße, euer Simon.